Willkommen zurück bei 2D Zocken. Heute wieder mit einem kleinen Video zu Path of Exile. Wie ihr sicher schon mitbekommen habt, ist das Versionsupdate 3.0 kurz vorm Release. Dort werden ganze 6 neue Akte ins Spiel mit eingefügt. Dieses Video richtet sich an Leute, die einfach schon Grundkenntnisse vom Spiel haben, mit Version 3.0 dann in Path of Exile voll einsteigen wollen. Eventuell habt ihr das Spiel ja mal gespielt, dann wieder weggelegt und wollt nun erneut einsteigen. Diesen Einstieg möchte ich diesen Spielern einfach ein wenig vereinfachen. Wie wir alle wissen, Path of Exile ist ein sehr komplexes Spiel und da der Entwickler Grinding Gear Games nicht immer alle Informationen im Spiel so bereitstellt, wie ich und einige andere sich das wünschen würden, hat sich die Community darum gekümmert. Ich will nicht sagen, dass das gut ist, dass sich Grinding Gear Games vielleicht sogar manchmal ein bisschen zu sehr auf die Community verlässt und hofft einfach, dass elementare Sachen von der Community übernommen werden. Und doch, es ist unfassbar überraschend, wie viele unfassbar gute Seiten auch aus dem Ganzen entstanden sind, die ich euch jetzt einfach hier vorstellen möchte, die den Einstieg in das Ganze auf jeden Fall vereinfachen. Das sind meine persönlichen Top 7 der besten Community-basierten Seiten zum Thema Path of Exile. Falls ich eurer Meinung nach eine Homepage vergessen habe, dann schreibt sie doch einfach bitte in die Kommentare. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Vielleicht ist ja sogar eine Seite dabei, die ich auch noch nicht kannte. Wir starten auf jeden Fall mit der offiziellen Path of Exile Wiki-Seite. Sie wird von Grinding Gear Games, dem Entwickler von Path of Exile, unterstützt. Sie ist akzeptiert und trotzdem ist die komplett von der Community verwaltet. Auch Inhalte werden nur von der Community in diese Seite eingepflegt. Wer Path of Exile spielen will, sollte sich darauf einstellen, dass diese Seite zum täglich Brot im Path of Exile wird. Einfach um Items nachzuschlagen. Jetzt gerade auch mit 3.0, denke ich, wird jeder wieder diese Seite benötigen, egal wie viel Spielstunden er hat, einfach weil so viel neue Items, Mods und so weiter dem Spiel hinzugefügt werden, die noch kein Mensch kennen kann. Rechts oben ist eine Suche, die Seite ist einfach erklärt. Wir geben zum Beispiel ein Thema ein, das uns interessiert, zum Beispiel das Vendor Recipe System. Wem es nicht sagt, Neueinsteigern und Leuten, die in 3.0 jetzt auf jeden Fall loslegen wollen, würde ich Vendor Rezept, also Rezepte beim Händler, auf jeden Fall empfehlen, ans Herz zu legen. Einfach durchlesen bitte. Im Endeffekt geht es darum, man tauscht bestimmte Dinge beim Händler ein und was man dafür erhält. Und da gibt es einfach nur Sachen, die das Leben unfassbar erleichtern können. Ja. So wie zum Beispiel, wenn 3 gesockelte Gegenstände, also mit 3 gesockelten und gelinkten, das ist sehr wichtig, fast vergessen, ein Item mit 3 Sockeln, 3 Link und 3 verschiedene Farben, rot, grün und blau. Wenn man die beim Händler abgibt, bekommt man dafür einen Chromatic Orb, also einen Orb, der ein Item wieder neu färbt. Am Anfang unfassbar wertvoll, deswegen immer wenn es um Infos geht, bitte die offizielle Path of Exile Wiki Seite. Es ist so wertvoll, diese Seite zu haben. Die zweite Seite habe ich im Browser auch schon offen. Ohne die kann ich mir Path of Exile im Moment auch leider nicht vorstellen. Es geht um das leidige Thema im Path of Exile und zwar der Handel. Der Handel ist im Path of Exile nicht gut gelöst. Chris Wilson, der Lead Designer und Chef von Grinding Gear Games, hat zwar gesagt, sie wollen immer mehr Sachen im Spiel selbst lösen. Wie es im Moment gelöst ist, ist es aber einfach traurig. Wir haben Trade Channels im Chat. Wir können da einfach nur durchzappen. Mit einem Befehl kommen wir in verschiedene Channels.
Und dort werden Waren angeboten. Das Problem ist, die werden häufig einfach überschwemmt. Wenn man dort wirklich was Explizites suchen will, hat man keine Chance. Wenn man wirklich explizit was sucht, sollte man dafür dann eigentlich ins Forum gehen. Was auch schon nicht gut gelöst ist, aber das Forum löst es wiederum nicht perfekt, denn man kann nicht wirklich danach suchen. Man kann in die Shops reinschauen, man kann sich dort Shops erstellen auf der Seite, aber man kann nach nichts Speziellem suchen. Abhilfe verschafft diese Seite. Alle Links kommen dann übrigens unten natürlich in die Information mit rein. Ganz klar. Wir können hier eine League auswählen, in der wir spielen. Es gibt im Moment noch keine Harbringer League, weil das Video aufgenommen wurde, bevor The Fall of Orioth erscheint. Wir nehmen als Test einfach mal den Beta-Standard und können jetzt auch hier wirklich explizit nach Items suchen. Das Item, das wir suchen, ist ein Helm für Necromancer, die Zombies auferstehen lassen wollen. Und wir sehen hier, es wird aufgelistet, wer online ist und wie viel es kostet. Der billigste immer oben dran. Und dann, um diesen anzuschreiben, können wir hier auf Whisper klicken, gehen dann ingame, Steuerung V für einfügen in den Chat und wir schreiben diesenjenigen an, der sein Item hier reingesetzt hat. Wie setzt man Items hier rein? Ganz einfach. Gibt zwei Möglichkeiten. Dieses Tool scannt quasi die Foren durch, also man kann einfach im offiziellen Forum ein Thread machen, indem man seine Items da reinsetzt. Oder man kauft sich, ja, richtig gehört, man kauft sich ein Premium Stash Tab. Path of Exile bzw. Grinding Gear Games, besser gesagt, bietet es seit einiger Zeit an. Man kann dort ganz einfach über einen Rechtsklick das Ganze hier listen. Also, die unterstützen offiziell diese Seite. Meiner Meinung nach ruhen sie sich ein bisschen zu sehr davon aus, dass diese Seite das Traden halbwegs gut handelt. Sie haben zwar versprochen, Besserung zu liefern, bisher sind sie in der Bringschuld. Wir müssen immer noch auf so eine Seite ausweichen. Nicht, dass es jetzt unfassbar kompliziert wäre, dennoch wäre es doch schön, da in-game was zu haben. Wir kommen zum dritten Link, denn man kann hier unfassbar viel einstellen. Das wäre, glaube ich, sogar noch mal ein extra Video wert, falls das gewünscht wird, denn es geht sehr, sehr viel, was man mit diesem Tool suchen kann. Den dritten Link, den ich euch vorstellen will, ist Filterplate. Einigen von euch sollte der Name Neversync bereits ein Begriff sein. Er bastelt quasi seit geraumer Zeit den erfolgreichsten Loot-Filter für Path of Exile. Für die, die es nicht wissen, was ein Loot-Filter ist, kann ich das ganz kurz erklären, indem ich hier auf den Loot-Simulator gehe. Wenn Items in Path of Exile droppen, und es werden einige Items droppen, sind viele Items, wenn je weiter man levelt, desto egaler werden sie. Und gerade für neue Spieler, finde ich, eignet sich ein Loot-Filter perfekt. Man muss nicht 1000 Items durchschauen im Inventar, die eventuell völlig von vornherein herausgefiltert werden können, da sie keine Relevanz haben. Es kostet Zeit, man tut sich vielleicht sogar falsch ausrüsten dadurch, dass man denkt, das Item wäre besser. Was dieser Loot-Filter macht, ist ganz einfach. Er umrandet wichtige Items, die der Ersteller des Loot-Filters für wichtig erachtet, und blendet den Rest aus, beziehungsweise macht ihn dann auch ein kleines Stück heller im Hintergrund zum Beispiel, sodass er nicht ganz so sichtbar wird. Auf dieser Seite kann man sich diesen Loot-Filter, in dem Beispiel von Neversync, auch anpassen nach eigenen Bedürfnissen.
Das Problem ist nämlich an der ganzen Sache, sich einen eigenen Loot-Filter zu erstellen, ist richtig viel Arbeit. Man muss da sich reinlernen. Es gibt eine Syntax wie beim Programmieren, an die man sich halten muss. All das umgehen wir mit dieser Seite. Wir können einfach auf Customize klicken und uns das Ganze anpassen, genauso wie wir es wollen. Auch hier wieder gesagt, ich will einen Überblick über die sieben wichtigsten Seiten bringen, um euch Denkanstöße zu geben. Falls eine Seite nochmal explizit angesprochen werden soll, einfach in die Kommentare mit, ich werde sie lesen. Um abzuschließen, ich kann gar nicht sagen, wie wichtig ich für Neulinge auch einen Itemfilter halte. Das mag ein bisschen kontrovers sein, andere sehen es vielleicht anders. Ich hätte gerne einen gehabt, als ich angefangen habe. Um jetzt einen zu laden, nur um die Seite kurz abzuschließen, es gibt jetzt hier verschiedene Versionen, im Moment nur NeverSync. Ich weiß aber, dass NeverSync gesagt hat, man soll dort auch eigene hochladen können, beziehungsweise er möchte auch welche von anderen anbieten. Für den Start des Ganzen würde ich den Regular einfach nehmen. Normal, ne, dann gibt es den Ganzen noch im Blue. Bedeutet, dann wird alles ein bisschen bläulich erscheinen. Wir gehen auf Download rechts oben, kommen auf eine Seite, in dem wir denen was spenden können. Tut es, wenn ihr 5 Euro übrig habt, die Leute haben es verdient. Und dann hier einmal auf Download. Mit dem Loot Simulator kann man sich anschauen, wie diese Loot am Schluss aussehen wird. Generate Loot rechts oben oder Generate Valuable Loot. Das ist dann das, was später Sinn macht, dass man sieht, wie es am Ende aussehen wird, wenn das wertvolle Zeug droppt. Und es zeigt auch an, was dann rausfliegt. Und das ist in vielen Fällen schon einiges, dass das Spielen vereinfacht. Wir können aber nicht spielen, ohne dass wir uns ein Bild gewählt haben, mit dem wir starten wollen. Meine nächste Seite deswegen für euch PoE Builds. Auf dieser Seite werden die wichtigsten bzw. die meist geklicktesten Builds aufgereiht. Und dann ist es gar nicht mehr so schwer. Man schaut sich einfach an, was würde ich machen? Man würde in Path of Exile online gehen, den riesigen Skill Tree öffnen, versuchen sich da durchzuhangeln und vielleicht sogar danach den Spaß an dem Ganzen verlieren, da man einfach sagt, das ist mir zu viel, da will ich kein Effort reinstecken, um da irgendwie mal gut zu werden. Ja, das kann man umgehen. Wer es natürlich möchte und wer sich da reinfuchsen will, sehr, sehr gern, macht das. Das ist quasi das, wo man am meisten lernt. Aber ich glaube, dass es gerade für Neulinge auch nicht verkehrt ist, sich vorgefertigte Builds zu nehmen, denen zu folgen und einfach sein Ding durchzuziehen dann. Man kann immer noch irgendwie wechseln, zweiter Charakter, dritter Charakter, aber erstmal, um das Spiel wirklich genießen zu können, sollte man wirklich einfach ein Build nehmen, wo man weiß, es funktioniert, wo man nicht gegen irgendeine Wand läuft, weil das, was man sich erdacht hat, nicht funktioniert. Da habe ich die Seite vor meiner nächsten Seite genommen, denn hier wird einfach von oben nach unten die ganzen Builds aufgereiht, die im Moment am beliebtesten sind. Natürlich kann man hier oben noch sich das Ganze ein bisschen eingrenzen, selbsterklärend. Wir klicken zum Beispiel auf den ersten drauf, sind dann im offiziellen Forum und können uns den Guide durchlesen für diesen Build. Ich habe euch noch eine Seite gegeben, falls ihr noch ein paar mehr Builds wollt. Das ist der Path of Exile Build Browser. Hierzu braucht man schon ein bisschen mehr Ahnung von dem Ganzen. Am Anfang, wenn man draufschaut, ist es nämlich gleich in alle Skills aufgeteilt. Bedeutet, diese Skills sollten euch schon wenigstens ein bisschen was sagen. Diese Builds sollten schon euch ein bisschen bekannt vorkommen. Hier haben wir zum Beispiel einen Cyclone. Typischer Wirbler, 630 Builds im Moment dafür hier. 2.6 ist angereiht. Bitte immer schauen, welche
Version des Spiels ihr gerade ein Bild sucht, wenn 3.0 draußen ist, was es im Moment im Aufnahme des Videos, ich habe es vorhin schon erwähnt, noch nicht ist, dann bitte auch hier Version 3.0 anwählen. In unserem Beispiel schauen wir uns einfach mal ein Spectral Throw Build an. Das ist quasi Waffe wegwerfen, Waffe kommt zurück, Gegner tot. Um es mal ganz kurz zusammenzufassen. Hova hieß der Build, der diese Legacy League, die aktuelle League, die jetzt gestern, glaube ich, geendet ist, sehr, sehr beliebt war. Dann klicken wir uns einfach einen dieser Links an und kommen dann zu dem Build, den wir spielen wollen. Da sind wir jetzt nicht im beliebtesten, sondern wir sind im einer der beliebtesten von oben nach unten wieder, aber mit Fokus auf dem Skill Spectral Throw. Hova deswegen, weil die Waffe, die benutzt wird, einfach Hand of Wisdom and Action heißt, abgekürzt eben Hova. Die nächste Seite, die ich euch zeigen will, ist mit dem Ganzen ein bisschen verbunden. Denn wenn man sich ein Bild endlich mal rausgesucht hat, und ja, das kann ein bisschen dauern, bis man ein Bild findet, dem einen glaubt Spaß zu machen, wo man Videos schaut und sagt, ja, genau das möchte ich. Ich finde es sehr sinnvoll, diesemjenigen, der dem Bild schreibt, dann auch zu folgen. Ja. Hierzu gibt es eine schöne Seite, und zwar PoE Info. Also Profile Info. Hiermit kann man sich die Profile der PoE Accountnamen, also jeder, der registriert ist, hat den Accountnamen, solange die nicht auf privat gesetzt sind, die Möglichkeit gibt es auf der offiziellen Homepage, kann man so diesen Account sich anschauen. Ja, es geht auch auf der offiziellen Homepage. Wieder das alte leidige Thema. Die Community macht es wie so oft einfach besser. In unserem Beispiel nehmen wir uns jetzt mal diesen jungen Herrn vor. Und suchen das Profil damit. Kommen jetzt gleich auf die Seite. Glücklicherweise sind wir jetzt schon im richtigen Charakter. Das sehe ich dort daran, dass hier die Klauen angelegt wurden. Hier oben können wir nach dem Namen und den Charakterklassen suchen. Das wäre jetzt noch nicht so wild. Was ich aber super finde, ist einfach, dass dieses Gem-Setup, wie es so schön heißt, also die Reihenfolge, in denen die Skills und die Support-Skills miteinander verbunden sind, die sind sehr, sehr schön auf dieser Seite angezeigt. Und zwar, wenn man einfach ein bisschen runterscrollt, hat man in der oberen Leiste eben die Skills, die klickt man an und sieht dann ganz genau, in welchem Teil der Rüstung es drinsteckt und mit was es verbunden wurde. Bei Spectral Throw, dem Hauptskill, den wir uns ja vorhin ausgesucht haben, sehen wir dann ganz genau, welche Farben wir benötigen in unserer Brust, um diesem Bild zu folgen. Wir sehen auch, auf was derjenige Wert gelegt hat mit den Leveln und so weiter und so fort. Energy Shield Brust, auf was wurde Wert gelegt. Das ist so viel hübscher aufgebaut, als es auf der eigentlichen Homepage ist, dass es auf jeden Fall wert ist, hier reingenommen zu werden, meiner Meinung nach. Wenn wir jetzt auf dieser Seite so ein Item sehen und zum Beispiel uns denken, okay, also ich weiß jetzt zum Beispiel, dass ein Spectral Throw Build, beziehungsweise, Entschuldigung, kein Spectral Throw Build im Allgemeinen, sondern der Hover Build sehr viel Intelligenz braucht, weil die Klaue das schön umrechnet in Lightning Damage. Woher wissen wir, oder Neuanfänger, ob diese 55, die jetzt auf dem sein Items in gut sind, ob ich mich danach halten sollte, oder ob man sagt, hey, da geht ja eigentlich noch einiges. Dazu gehen wir auf meine nächste Seite, die ich euch vorstellen will, also nicht meine Seite, nicht falsch verstehen, keine der Seiten wurden irgendwie von mir programmiert oder auch nur im entferntesten unterstützt. Diese Seiten sind von anderen Community-Membern. Nur falls da sich jemand wundert. Wir können auf dieser Seite uns verschiedene Werte anzeigen lassen. Wie hoch kann etwas rollen? Es ist
ein wenig komplizierter, als es zu Anfang scheint, aber deswegen lieben wir das Spiel ja alle. Es ist unfassbar komplex. Ich bin jetzt auf das Base Energy Shield. Ja, sieht man hier oben auch nochmal. Body Armor. Weil wir hier ja den Energy Shield Body Armor einfach mal gucken wollen, wie viel jetzt bei uns in unserem Beispiel 55 Intelligenz, wie hoch geht's denn noch? Hier können wir dann erstmal entscheiden zwischen Prefix und Suffix. Nur um es kurz anzuschneiden. Ein gelbes Item hat drei Prefixe und drei Suffixe. Ein Item kann höchstens sechs Mods haben. Man muss lernen, und anders kann ich es leider nicht sagen, welcher Mod ist Prefix und welcher ist Suffix. Es klingt übrigens ein klein wenig komplizierter, als es im Endeffekt ist, weil es nicht ganz so wichtig ist am Anfang. Ist eigentlich egal. Man kann sich merken, gelbe Items, gut, kann bis zu sechs verschiedene Mods haben, alles gut. Um jetzt nachzuschauen, wie viel Intelligenz auf so eine Energy Shield Brust kann, geht man halt ganz einfach auf Intelligenz und schaut nach. Und hier sehen wir, ein Eye-Level 82 bedeutet, diese Brust muss von Monstern gedroppt werden, die Level 82 sind oder berechtigt, Level 82 Items zu droppen. Okay? Also muss nicht unbedingt eine 82er Zone sein, aber das ist schon sehr, sehr hoch. Und nur in dieser Range kann überhaupt 51 bis 55 droppen. Bedeutet, 55 ist das Maximale, was überhaupt möglich ist. Hier unten sehen wir, dass es zwar noch die Essence of Spite gibt, aber Essence ist ein ganz eigenes Thema. Wir halten uns bitte immer an hier oben. Ob diese Mods mit 3.0 noch zu 100% so sind wie zum Stand jetzt, wo in dem Video gezeigt wird, weiß ich natürlich nicht. Also bitte nicht wundern, falls ihr dann hingeht und sagt, 55 Intelligenz ist völlig absurd. Ich weiß aber, oder ich habe noch nichts davon gehört, dass sich Intelligenz ändert. Was sicher ist, Energy Shield mit 976 in der Brust werden wir nie wiedersehen. Das Maximale ist jetzt, glaube ich, um die 700, 680, so um den Dreh. Das ist das Maximale, was auf so einer Brust noch sein kann. Das wurde abgeschwächt, weil gerade auch dieser Hova-Build aus der Legacy League einfach viel, viel zu OP war. Wie gesagt, diese Seite sehr nützlich. Man kann schauen, wie weit geht's, in welchem Rahmen bewege ich mich. Und so weiter und so fort, um eben diesem Bild auch besser zu folgen. Die letzte Seite, die ich euch hier vorstellen möchte, ist der Wurichi Chromatic Calculator. Und hier habe ich schon mal ein Beispiel vorbereitet. Wir gehen davon aus, wir möchten uns ein Item einfärben. Wie hier. Wir brauchen drei Grün, ein Rot und zwei blaue Sockel. Wir brauchen die Eigenschaften für dieses Item. Und jetzt können wir schauen, wie wahrscheinlich es ist. Ganz grundlegend dazu. Ein Item, welches Energy Shield als einzige Basis hat, ist im Hintergrund quasi blau. Kann man sich einfach merken. Ein Item, das zum Beispiel viel Stärke braucht, ist im Hintergrund, so stelle ich es mir zumindest mal vor, rot. Rote Items können weniger oder rollen weniger gerne blau und blaue Items, wie wir sie haben, rollen weniger gerne rot und natürlich auch grün. Das Problem ist, wir brauchen jetzt quasi vier Off-Colors, so nennt man das, wenn das nicht die Farbe des eigentlichen Items ist. Und da kann man als Neuling ganz schön viele Chromatic Orbs verballern, bevor man das merkt. Von dem her, wenn ihr irgendwas färben wollt, geht doch kurz auf die Seite. Der Link steht, wie gesagt, in den Informationen. Wir machen das beispielsweise jetzt genau an diesem Beispiel. Wir wollen wissen, was brauche ich, um dieses Ding so einzufärben, wie es mein Vorbild hat.
Also, Stärke 72 und Geschicklichkeit 114. Int von 194, 3 Grün. Ein Rot und zwei Blau. Danach gehen wir einfach hier auf Calculate. Ich habe oben schon eingestellt, dass sich das Ganze um ein 6-Socket-Item handelt. Und wir sehen, wir sollen das Ganze am allerbesten über den ganz normalen Weg gehen, dass wir einen ganz normalen Chromatic Orb auf dieses Item anwenden. Wir werden höchstwahrscheinlich um die 12 Versuche brauchen. Diese Werte, die hier oben drin stehen, sind hier aber höchstwahrscheinlich nicht die korrekten. Denn, das muss man auch wissen, je die Items, die hier drin stecken, die brauchen eben diese Decks. Ja, also die, nicht Items, Entschuldigung, die Skill Gems, die hier drin stehen, brauchen die Geschicklichkeit. Nicht die Brust an sich, und das zählt dann dafür nicht. Diesen Fehler kann man einfach machen, deswegen habe ich das gesagt. Wir gehen, um diesen Bogen komplett rumzuspannen für den Anfang des Videos, dafür einfach auf die Homepage, suchen hier nach einer Wahlregalia und sehen ganz genau, die hat einfach nur 194 Int als Requirement, kein Stärke, kein Decks. Wenn wir jetzt calculaten, sehen wir, es kommt ein ganz anderes Ergebnis raus, denn jetzt ist dieses Item ein nur blaues Item. Es braucht nur Int, kein Decks, keine Stärke. Wir wollen aber dafür drei Decks und einen Stärkesockel. Von dem her brauchen wir ungefähr 108 Versuche. Aber nicht bei dem normalen Chromatic Orb, sondern hier wird uns empfohlen, zu dem Master zu gehen, den schalten wir im Laufe des Spiels frei. Bei dem können wir dann verschiedene Sachen verzaubern und wir sollen bei ihm verzaubern einmal grün. Bei einmal grün ist unsere Chance hier angeschrieben. Wir brauchen ungefähr 108 Versuche und das wären ungefähr 432 Chromatic Orbs. Ein ganzer Haufen, ganz klar. Wenn wir aber nur Chromatics genommen hätten, weil wir nicht wissen, dass es diese Seite gibt, hätten wir 606 Chromatic Orbs im Durchschnitt gebraucht. Von dem her glaube ich, dass ganz klar wurde, auf was ich hinaus möchte. Ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen das Spiel näher bringen. Ich glaube, oder ich hoffe, dass ihr euch ähnlich wie ich auf den Release von Version 3.0 freut. Und ich wünsche euch frohes Metzeln und einen wunderschönen Abend. Bis demnächst. Tschüss.